Because the rest of the video will be in German, here's a small summary for the English-speaking community. You'll see some of our pictures and videos of our standard room, of the outer courtyard and terrace, and of the highly impressive lobby. But I would like to point out the attentive and very professional staff, no matter whether it was a waiter, the bartender, the concierge, or the reception. They were neither intrusive or arrogant, nor ignorant to any problem or question that we had. To the reception and dear, dear Ines, thank you so much for that unexpected surprise. Thank you, Intercontinental Madrid. Your people are worth 6 stars. Thanks. Das Intercontinental Madrid, 5-Sterne-Hotel, ist nur eine Kleinigkeit außerhalb der City gelegen, allerdings in schöner Umgebung mit vielen Geschäften in Laufnähe, Restaurants, kleinen Cafés etc. In diesem Fall handelt es sich wirklich um ein 5-Sterne-Hotel. Man kommt rein, fühlt sich zu Hause. Man sieht im Hintergrund schon die weitläufige, bestausgestattete Lobby, toll dekoriert, die dann übergeht in die Bar und in das Restaurant. Unser Bad war zweigeteilt, es bestand einmal aus einem separaten Raum mit Toilette und Bidet, der übliche Raum mit der Badewanne, Waschbecken, Kosmetikspiegel etc. An Hygieneartikeln war alles da, was man erwartet, und auch noch etwas mehr. Bademäntel und Pantoffeln oder Buschen, selbstverständlich. Ein Bügelbrett war da und ein Safe. Und wie man gleich sieht, war auch alles da, was man an Kaffee, Tee, Kakao etc. zur eigenen Zubereitung benötigt. Hier ist der Blick über den Balkon im 7. Stock auf den Innenhof. Unter dem Glas ist das Restaurant. Es handelt sich hier um eine sehr schöne Terrasse. Und jetzt sind wir unten auf der Terrasse, weil nach der Ankunft braucht man einen Kaffee oder ähnliches. Die Sonne schien auch. Die Speisekarten und das Essen sind auch hervorragend, und alles weitere über Spa zum Beispiel oder Fitnessraum, den wir nicht genutzt haben, ist sicherlich auf der Website zu erkennen. Im Gegensatz zu vielen anderen Videos mache ich hier keine Aneinanderreihung von Fotos, sondern gebe meine eigenen Eindrücke wieder. Und hier möchte ich ganz besonders hervorheben das Personal. Das Personal in diesem Hotel trägt viel zu den 5 Sternen bei. Es war freundlich, aufmerksam, dabei weder aufdringlich noch arrogant und immer offen für jede Frage oder Information, die man brauchte.
ein großes, großes Kompliment und das zieht sich überall hindurch, ob es nun ein Ober war, der Barkeeper, der Concierge oder die Rezeption. Die Rezeption ganz besonders, weil sie mir an dem Tag eine große Überraschung bereitete. Das war die liebe Ines, der ich hiermit nochmal herzlich danke. Ines, vielen Dank. Für mich ist das Intercontinental Madrid ein wundervolles Haus in jeder Beziehung.